Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen kurz die Anlage N auserklären für Ihre Steuererklärung und Ihnen hier so eine Art Ausfüllhilfe geben. Dieses machen wir mit dem Elster-Programm, das Ihnen die Steuererklärung, die Ihnen die Finanzverwaltung kostenlos zur Verfügung stellt. Sollten Sie ein anderes Steuerprogramm benutzen, können Sie dieses Video auch sehen, da das Endergebnis am Schluss meistens dasselbe ist, der Elster-Ausdruck. Sollten Sie die Papiererklärung ausfüllen, können Sie dieses Video auch ohne Probleme anschauen, da die Papiervordrucke und der Elster 1 zu 1 im Endeffekt identisch sind, bis auf ein paar kleine Änderungen, die aber jetzt nicht von Belangen sind. Die Anlage N aus füllen Sie an, wenn Sie ausländische Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit haben, also nach § 19 Einkommensteuergesetz. Sie erinnern sich an mein Video zu 7 Einkunftsarten. Sie bedeuten dazu unbeschränkt steuerpflichtig im Inland sein, also in Deutschland, aber sollten aus dem Ausland Arbeitslohn beziehen. Dann klären wir nämlich über die Anlage N aus, ob Sie in Deutschland Ihr Einkommen voll versteuern müssen, ob sie ausländisch teilweise angerechnet bekommen, die abgezogenen Steuern, oder ob diese Einkünfte in Deutschland steuerfrei sind und gegebenenfalls in die Progression mit einbezogen werden. Da gibt es nämlich verschiedene Varianten. Sollten Sie sich unsicher sein und keine Ahnung haben, was mit Ihrem ausländischen Arbeitslohn ist, suchen Sie bitte im ersten Jahr zumindest eine fachkundige Person auf, die sich darum kümmert. Nehmen Sie bitte nicht nur ein einzelnes YouTube-Video für solche komplexen Sachverhalte zur Aufklärung. Dieses Video richtet sich mehr an Menschen, die wissen, was sie machen, aber aktuell mit dem Formular nicht 100% zurechtkommen. Ich werde Ihnen zu verschiedenen ausländischen DBA-Abkommen auch noch ein bisschen was videotechnisch zur Verfügung stellen, aber das dauert. Und bitte bei so komplizierten Sachverhalten wie Auslandseinkünften sollten Sie das nicht auf eigene Faust unternehmen. Ansonsten viel Spaß beim folgenden Video. Das Ganze beginnt mit ausländischen Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Und es wird erstmal gefragt, in welchem Staat arbeiten Sie, beziehungsweise in welchem Staat ist die Gesellschaft, für die Sie da tätig sind im Ausland. Dann als nächstes Kalenderjahr, steuerfreie Arbeitslohn wurde bezogen nach Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn Sie in einem EU-Land leben, haben Sie in der Regel ein Doppelbesteuerungsabkommen aufgrund einer sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen, ZÜ, oder nach Ausländertätigkeitserlass, ATE. Wie gesagt, im Normalfall, wenn Sie innerhalb der EU arbeiten, Doppelbesteuerungsabkommen. Dann allgemeine Angaben. Bestand neben Ihrem Wohnsitz im Inland ein weiterer Wohnsitz im Ausland? Das ist wichtig, um zu gucken, wo wem der Arbeitslohn zusteht. Falls ja, klicken Sie selbstverständlich auf Ja. Falls nein, auf Nein. Und dann geben Sie hier bitte Ihre Adresse ein. Haben Sie in diesem Staat eine engere persönliche oder wirtschaftliche Beziehung? Ist der Staat, in dem Sie leben, der Mittelpunkt Ihrer Lebensinteressen? Dann kann es sein, dass Sie gegebenenfalls gar nicht in Deutschland steuerpflichtig sind, sondern das im Ausland passiert. Ja, nein? Einfach ankreuzen. Wenn Ihre ganze Familie im Ausland lebt und Sie dort auch arbeiten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie im Ausland steuerpflichtig werden. Das aber nur beispielhaft am Rande. Wo Sie tatsächlich steuerpflichtig sind, das müssen die Experten dann klären. Name und Anschrift des Arbeitgebers, Sitz der Geschäftsleitung, also der Geschäftsleitung, der Sie selbst unterstehen. Sollten Sie nur nach ATE dies machen, soll ich hier nach unten Wirtschaftszweig des Arbeitgebers und begünstigtes Vorhaben des Arbeitgebers eintragen. Diese zwei können Sie sich sparen, wenn Sie nach ZÜ oder Doppelbesteuerungsabkommen arbeiten. Im ausländischen Staat ausgeübte Tätigkeit, bitte Nachweis einreichen. Was machen Sie da im Ausland? Was arbeiten Sie? Sind Sie im Büro? Sind Sie Handwerker? Sind Sie LKW-Fahrer? Schreiben Sie das bitte rein und als Nachweis schicken Sie einfach Ihren Arbeitsvertrag mit. Und denken Sie daran, die Amtssprache ist Deutsch, nach § 87 Absatz 1 der Abgabenordnung. Also fügen Sie bitte eine deutsche Kopie von Ihrem Arbeitsvertrag rein. Falls es im Englisch ist, könnte das vom Finanzamt auch akzeptiert sein. Andere ausländische Sprachen wird es schwer, da muss der Beamte der Sprache mächtig sein und kann gegebenenfalls eine kostenpflichtige Übersetzung, also auf Ihre Kosten, verlangen. Dann, wo waren wir genau? Anzahl der Kalendertage im Ausland, siehe Hilfe. Schreiben Sie hier die Tage, an denen Sie voll im Ausland waren, rein, also morgens bis abends. Sollten Sie hingegen an Bord eines Schiffes tätig sein oder an einem Luftfahrzeug, also einem Flugzeug, dann geht das nicht. Als Beispiel, Sie sind Schiffer einer luxemburgischen Schifffahrtsgesellschaft und sind auf einem Dampfer, der der luxemburgischen Flagge unterliegt. Dann sind Sie voll in Luxemburg steuerpflichtig mit Ihrem Arbeitslohn. Luxemburg darf den Arbeitslohn abziehen
Und dieser luxemburgische Arbeitslohn würde in Deutschland maximal in die Progression, also was heißt maximal, der geht in Deutschland nur in die Progression rein, da diese Luft- und Wasserfahrzeuge wie der Staat selber zählen. Gab es Unterbrechungen in dieser Zeit, sowas wie Krankheit, Urlaub, beziehungsweise waren sie mal eine Zeit lang nicht einfach nicht arbeitstätig, waren sie im Krankenhaus Tätigkeit oder Grund reinschreiben, können sie auch, wie sehen Sie hier, mehrere reinschreiben und immer das Datum von Tag, Monat, Jahr, Tag, Monat, Jahr. Die Tätigkeit erfolgt im Rahmen eines Werkvertrags, gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung, Arbeitgeber verbundenem Unternehmen, für die Betriebsstätte des Arbeitgebers im Sinne des DBAs, das geht natürlich dann nur bei einem DBA-Abkommen, ausländischer Arbeitgeber mit Dienstverhältnis besteht, Bestand oder irgendetwas anderem, dann müssen Sie es hier erläutern. Und geben Sie dem Finanzamt lieber zu viel Informationen wie zu wenig. Angaben zum aufnehmenden Unternehmen, zum Beispiel verbundenes Unternehmen, Betriebsstätte, Entleiher. Ist eigentlich auch selbstredend, da einfach die Angaben rein. Sollten es mehrere sein, können Sie hier wie immer beliebig hinzufügen. Dann Angaben zum Arbeitslohn ohne besondere Lohnbestandteile nach Zeile 76. Hier schreiben Sie Ihren Bruttoarbeitslohn in Euro rein. Sollten Sie in einer ausländischen Währung bezahlt worden sein, gucken Sie mal, da gibt es eine Tabelle vom Finanzamt, wie die Wechselkurse für welches Jahr sind. Und ich habe das selber privat schon mal durchgerechnet. Ja, das passt mit den Durchschnittswechselkursen schon überein. Da müssen Sie nicht denken, dass das Finanzamt Sie auch noch beim Wechselkurs versucht, ein paar mehr Euro rauszuschlagen. Also das passt soweit. In Euro über reinschreiben. Achten Sie bitte darauf, nicht in jedem Land ist der Bruttolohn der deutsche Bruttolohn. In manchen Ländern ist beispielsweise, wird Ihnen ein Kfz gestellt, Privatnutzung, und diese Privatnutzung wird dann nicht in den Bruttolohn reingerechnet. So, beispielsweise, legen Sie mich nicht drauf fest, aber ich glaube, in Frankreich war das zumindest meine Zeit so. Sollten Sie das haben, müssen Sie das noch da berechnen und auf Ihren Bruttolohn mit draufschlagen. Also der Bruttolohn nach deutschem Steuergesetz. Sollten Sie hingegen da was drin haben, was nach deutschem Steuergesetz steuerfrei wäre, dann muss das hier auch nicht mit rein, sondern wird separiert nochmal abgezogen. Also Bruttolohn in Euro nach deutschem Steuergesetz. Dann Bruttolohn, von dem kein inländischer Steuer abgezogen wurde, kommt hier rein. Und steuerfreier Bruttolohn nach Zeilen 16 der Anlage N. Wir kommen hier auf eine Gesamtsumme. Dann haben wir hier abzüglich, darin enthalten nach deutschem Recht steuerfreie Arbeitslohn. Ja, da sehen Sie, was ich gerade gesagt habe. Und dann zuzüglich nicht enthalten nach deutschem Recht steuerpflichtiger Arbeitslohn. Falls da was geht, okay, da kann man es mittlerweile separiert angeben und einzeln berechnen. Früher war das direkt oben alles mit drinnen. Summe des inländischen und ausländischen Arbeitslohns, Aufteilung der Arbeitslohns in Zeile 41, abzüglich direkt zuzuordnender Arbeitslohn, abzüglich zuzuordnender Arbeitslohn auf dem ausländischen Staat entfällt, Zeile 4, oder abzüglich direkt zuzuordnender Arbeitslohn nach Zeile 43. Sehen Sie, hier haben Sie eine Lohnbescheinigung, können die Zeilen einfach reinschreiben. Und dann haben wir noch hier einen verbleibenden Arbeitslohn. Tatsächliche Arbeitstage im Kalenderjahr im In- und Ausland, also die Summe ihrer tatsächlichen Kalenderjahre, nicht diese Pauschalierung von 230, 240, 260 Arbeitstage, wo da mit den Standardsachen bei der Pendlerpauschale entfallen. Davon entfallen auf die Tätigkeit im ausländischen Staat und nach der dort das Besteuerungsrecht hat, also volle Tage im Ausland hier reinschreiben. Dann werden Faktor gebildet und der Arbeitslohn wird aufgeteilt. Summe, und wenn es hier ausgegraut ist, sehen Sie, das können Sie nicht ausfüllen. Wenn Sie das Programm haben, wenn Sie es von Hand machen, müssen Sie sich einen Faktor bilden, ein Verhältnis und dann einfach ausblenden. Plus direkt zuzuordnender Arbeitslohn nach Zeile 43, sehen Sie, dann springt das hier oben wieder rein. Summe zur steuerfrei zur Stellen der ausländischen Arbeitslohn, Zeile 48 und 49, zapp, zapp, hier das Ergebnis. Der steuerpflichtige Arbeitslohn, Ergebnis aus Zeile 45, 42, 48 um sämtlicher Anlagen aus, ist hier dann eine Gesamtsumme. Ist in Nummer 3 der Lohnbescheinigung der Anlage N einzutragen, also da müssen Sie auf die Anlage N zurückspringen. Beziehungsweise in diesem Programm wird das automatisch passieren. Dann haben wir hier noch ein paar Sonderangaben, Ermittlung des nach ATE steuerfreien Arbeitslohns, Anzahl der Kalenderjahre im ausländischen Kalenderjahr, verbleibender Arbeitslohn, dann hier Kalendertage, Kalenderjahr in der Beschäftigung reinschreiben, das ist ähnliche wie gerade eben, es werden Faktoren gebildet und die teilen das Ganze auf. Mittlerweile machen die Programme das recht schnell automatisch. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie man das von Hand
konkret berechnet. Ich werde Ihnen noch ein paar Beispiele irgendwann mal separierten Videos zeigen. Also wie gesagt, Beispiele, die sind nicht auf Ihren Individualfall gemünzt, weil das Individualberatung dürfen nur Steuerberater und Rechtsanwälte und ein paar Lohnsteuerhilfevereine. Auf welchem sonstigen zwischenstaatlichen Abkommen Übereinkommen beruht Ihre Tätigkeit? Einfach Text reinschreiben. Für welche Organisation erfolgt Ihre Tätigkeit? Den genauen Namen rein. Art der Tätigkeit. Was machen Sie? Höhe des Arbeitslohnes, davon des Arbeitslohnes für das ZÜ-Progressionsvorbehalt bestehen, wird in Zeile 21 übertragen. Heißt, Progressionseinkünfte werden hier entstehen. Dann haben wir hier noch Werbungskosten zum steuerfreien Arbeitslohn nach DBA, ATI oder ZÜ. Also das kommt hier rein, ein bisschen versteckt. Werbungskosten, die dem Arbeitslohn direkt zugeordnet werden können. Werbungskosten, die dem steuerfreien Arbeitslohn nicht direkt zugeordnet werden können. Diese sind für das Verhältnis der steuerfreien Einnahmen zu Gesamteinnahmen aufzuteilen. Heißt, haben Sie Erwerbungskosten, die Sie direkt auf Ihre Tätigkeit im Ausland zuordnen können, dann können Sie diese da oben reinschreiben. Plus, wenn sie im Verhältnis aufgeteilt werden können, wenn sie teilweise im Inland und im Ausland arbeiten, dann die Kosten hier im Verhältnis. Als kleines Beispiel eine Rechtsschutzversicherung, Berufsrechtsschutzversicherung, die auch Auslandsrecht abgreift, kann man nicht direkt zuordnen, die würde halt aufgeteilt werden. Hingegen schließe ich eine ab fürs Inland und eine fürs Ausland, kann ich das direkt aufteilen und zuordnen. Besondere Lohnbestandteile, Entschädigungen, Abfindungen, Vergütungen für mehrere Jahre, die nicht in Zeile 41 enthalten sind. Auch hier gibt es die Fünftelregelung mit der Zusammenballung gegebenenfalls. Die Werbungskosten dazu hier runter. Und hier am Schluss Höhe des Arbeitslohnes, Betrag, Übertrag, Zeile 21, Werbungskosten aus Zeile 81 zu Zeile 81, Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten für Sonderlöhne. Zum Beispiel aus ausländischen öffentlichen Kassen, denn aus öffentlichen Kassen gezahlte Gelder werden in der Regel von dem Staat besteuert, der es zahlt. Beispielsweise als Beamter werde ich immer in dem Staat meinen Beamtenlohn versteuern müssen, von dem ich das Geld kriege. Genauso bei Renten, Kassenstaatsprinzip. Die Kasse, die es auszahlt, darf es auszahlen. DBA Standard. Wenn Interesse zu den DBAs besteht und zu den Grundregeln der DBAs, können wir auch hier mal separierte Videos irgendwann mal machen. Dann wären wir auch schon beim Ende bei der Anlage N. Es sieht komplizierter aus, wie es ist im Endeffekt. Wenn Sie es einmal gemacht haben, ist es ja nicht mehr so schlimm. Aber wie gesagt, sollten Sie es zum allerersten Mal haben in Ihrer Steuererklärung, beruhen Sie sich bitte nicht auf dieses einzelne Video und lassen da bitte mal Experten dran, also den Steuerberater oder Rechtsanwalt Ihres Vertrauens oder einen guten Lohnsteuerhilfeverein. Ansonsten wünsche ich, dass Sie hier einiges aufgeschnappt haben, ein wenig was gelernt haben. Es war mir wie immer eine Freude, Sie zu unterrichten. Schauen Sie auch auf die anderen Videos im Kanal, hinterlassen Sie ein Feedback in den Kommentaren, bewerten Sie dieses Video mit einem Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal, ganz wichtig, um nichts mehr zu verpassen. Es werden noch bald Videos folgen zu den einzelnen Staaten, wie das gegebenenfalls ablaufen wird als Beispiel und ein paar Mustersachen zu den Doppelbesteuerungsabkommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, Ihr Stefan B.